Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Grüße euch zu meinem neuen Projekt Metro 2033. Und ich besitze das Spiel ja schon ein wenig länger. Ich habe es mir damals in den Summer Sales dieses Jahr gekauft für, ich weiß gar nicht genau, 2-3 Euro rum oder so. Also war eigentlich geschenkt, kann man sagen. Und ich habe es damals kurz mal angespielt, also ist jetzt mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, ich habe nicht viel gesehen und deswegen würde ich das noch als Blind-Projekt angehen. Ja, was im Prinzip da vorkommt, weiß ich selber gar nicht, außer das eben Gesehene, was ihr auch gesehen habt. Das Spiel basiert auf einem Buch und ja, das Buch habe ich nicht gelesen, insofern kenne ich mich gar nicht aus und habe keine Ahnung, was uns wohl erwarten wird, außer diese besagte halbe, dreiviertel Stunde, die ich schon gespielt habe. Deswegen lassen wir uns mal einfach überraschen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Und wir fangen jetzt an. Wir spielen auf. Ja, schwer machen wir diesmal nicht. Ich habe gehört, das soll schon von Haus aus ganz fordernd sein, wegen der niedrigen Munitionsmenge, die man so mit sich führt. Insofern spielen wir das einfach auf normal. Ranger einfach und Hardcore, das sind zwei Modi, die sind mit einem DLC dazu gekommen, ein kostenloser DLC. Irgendwie kriegt man dann noch weniger Munition, aber die Waffen machen dafür mehr Schaden. Und der Ranger Hardcore Modus bedeutet wohl, man hat gar keine Hard-Elemente mehr. Das spricht, man hat kein Fadenkreuz, man hat man sieht nicht mehr, wie viel Munition man hat und so ein Quatsch. Also, ich weiß nicht. Könnte ich jetzt gut darauf verzichten und das machen wir auch. Wir starten auch normal und los geht's. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Oh, die Leiter. Vielen Dank, Kumpel. Oh je. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Okay, und du das sagst? Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich.
Okay, wenn du das sagst. Aber wir gucken uns hier erst nochmal. Ist das hier schon der Türhebel? Oder ist das der Türhebel? Öffne das Tor. Ich gebe dir Deckung. Alles klar. Aber vorher muss ich gleich nochmal die Maussensibilität hochstellen. Das machen wir gleich mal jetzt. Ich muss später mittendrin noch mal machen müssen. So. Oh, das ist fast ein bisschen viel. Ach, fuck. Ich muss es doch noch mal runterregeln. Warum ist denn das hier jetzt so... Plus zwei Regeln nach oben und schon geht das so ab, ja. So, zack, 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 zack. Aber jetzt soll uns nichts mehr stören. Die Scheiße geht ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Was manuelles Hilfssystem? Was da wäre? Was ist denn das manuelle Hilfssystem? Benutze dieses Ventil, um das Tor zu öffnen. Ja, das habe ich ja vor. Ach so, ich muss draufbleiben. Alles klar. Ich bin direkt hinter dir, mein Freund. Schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Ach so, da könnte man die Waffe switchen. Warum habe ich denn hier noch nicht nachgeladen? 9 Schuss? Ha! Ist nicht so viel. Bereit, Atium? Nein. Sag doch mal, ich bin noch gar nicht fertig. Was macht denn der für Stress? Was ist das für ein Ding? Soll ich das mitnehmen? Ich guck den mir mal an. Da lässt man nämlich automatisch die alte fallen. Hm. Die ist cooler als die andere. Ich glaube, dann nehme ich lieber die mit. Ich bin hinter dir. Oh Gott. Kann man da runter? Soll man? Müssen wir? Ich glaube, wir machen das mal. Verfehlt! Naja, klettere hoch und versuche es noch einmal. Ich wollte ja nicht springen, ich wollte erst mal umgucken hier, mein Freund. Aber außer diese komischen Pilze, die einige andere Leute bestimmt erfreuen würden. Finden wir hier unten nichts. Auf nach oben. Mhm. Anscheinend keiner zu Hause. Naja. Das sieht immer so aus. Wenn du an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Schiff im Trocken. Wir sind. Wow! Dies ist das Horrorlevtheater. Ich bin jetzt erschrocken. Es ist ganz nah am Tor. Oh ja. Lade deine Waffe. Achso, die muss ich ja selber aufsetzen. Ach, das macht er automatisch. Oh. Sauber. Geh doch mal aus dem Weg, Mann. Ich treff die gar nicht richtig, oder? Geht sterben, Mann. Versuchen wir es mal mit sie. Komm mal. Ja, ich bin doch schon da. Komm schon, komm schon! Ja! Oh, hat's mich gleich hingeschwartet, ey. Raus hier! Und hier ist es, Artyom. Was denn? Unser Ziel. Was sollen wir denn hier machen? Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein.
Das ist ja cool, das ist ja. Das war jetzt realistisch mit dem. Dass der hat mich ja neben mir reden gehört. Und nebenbei habe ich ihn nochmal übers Funkgerät gehört. Müssen wir denn hin? Ah, und da sind sie. Was ist das denn für ein Ding? Ach du Heiliges. Erinnert mich ein bisschen an Terminator, der Zukunftskrieg. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Was denn? Hä? Oh, dann müssen wir, was ist denn jetzt los? Ruhig bleiben! Ja, ich bin ruhig. Ihr macht doch hier den Stress. Ach du Scheiße. Ja, oh, natürlich. Ist härter als in der Bibliothek. Ach du Scheiße, wie sind denn das? Scheiße! Feuer frei! Ach danke, dass du mir die Erlaubnis erteilst. Ich lade! Stirb! Wow, da hinten ist noch einer, Mann! Ach du Scheiße! Ah! Nein! Ah! Oh! Oh. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ja, der hört sich auch an wie 20, ne? Also, auf jeden Fall. Ach so, was ich noch sagen muss. Der erste Part wird ein längerer Part sein, quasi als Pilotfolge, als Pilotfilm zum letztendlichen Spiel. Also das wird... Also mindestens 30, ich schätze mal 30 bis 40 Minuten wird es wohl sein. Und dann danach muss ich sehen, wie lang die Parts werden. Ich peile natürlich 20 bis 30 Minuten an. Dadurch, dass es allerdings kein freies Speichern gibt, muss ich halt mal sehen, wann ein Speicherpunkt ist und ob sich das dann, ob dann schon der Part die richtige Länge hat und so weiter. Ich bin gespannt. War ja bei I Am Alive auch schon so eine lange Geschichte. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Jo, lass mich doch erstmal hier ein bisschen wach werden. Oh. Ganz so gemütlich ist das hier aber nicht. Na, lass mal an. Thank you.
Okay. Gitarre spielen mag er also. Würde ich auch gerne können, muss ich sagen. Das hier? Verwandte? Bekannte? Das hier wäre wohl gerne eine Bekannte von ihm. Schätze ich mal. Haben wir noch irgendwas Wichtiges zum Mitnehmen? Was ist das denn hier? Achso, das ist die Gitarre immer noch. Okay. Na gut, dann gehen wir mal raus hier. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Krankheiten. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Ja, Nikolai. Hallo, Artyom. Sie jagen, dann abknallen. Das ist nicht mal lustig. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Ja, was können wir denn noch tun? Wir wollen sie uns nicht reinlassen, offensichtlich. Ja, auch nicht. Du sprichst gerne nicht mit mir. Nicht so gerne mit mir. Ach Quatsch. Das ist doch nicht so Zeug. Ich glaub das noch. Sergei, habt ihr meinen Sergei gesehen? Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Ich verstehe, aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Viele wollen die Station verlassen. Kann man Was ja auch ist nicht. Mit Alexei? Ja. Er war auf Außenposten. Mami, müssen wir noch mal schlafen? Hat ihn jemand gesehen? Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Peter, mein Bruder ist im Krankenhaus. Ich verstehe. Aber du bist es. Wir müssen die Ordnung auf. Der Arzt hat nichts gesagt. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Keiner sagt es. Was ist denn hier los? Die wollen mit. Also, ich meine, warum Wie sind geht die es da? Den Verwundeten? Stehen die da in den Zäunen? Keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt und früher oder später führt das zum Tod. Die Monster, die wir da gerade eben bekämpft haben, das sind die Schwarzen. So viel weiß ich noch. Ari, du siehst aber auch nicht so gut aus. So, ruht euch mal lieber ein bisschen im Dunkeln aus. Es bekommt euch besser, als wenn ihr da hier so schwaches Licht habt. Haben wir was zum Mitnehmen vielleicht? Machen wir auch das Licht aus. Gute Nacht. Kommen wir auch. Wunderbar. Schlaf gut. Komme nicht dran. Ich komme nicht. Nein, bleiben Sie von mir weg! Was ist denn mit dir los? Die haben sie auch das Gehirn kaputt gemacht. Wie eben schon davon gesprochen wurde. Sprichst du mit mir, Oma? Lass mich doch mal durch hier. So. Hallo? Sieht nicht so aus, schade. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Mut, es ist Hunter. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter! Was hat er denn da mitgebracht? Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hi. Hunter, was ist neuerdings da draußen los?
Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Ah, genau, die sammle ich, oder? Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer sie sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Eindringlinge im Hauptluftschacht! Was? Sie kommen von oben! Oh, oh. Scheiße! Das hat uns noch Waffe! Hier, direkt hinter der Wand sind Waffe! Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter, wir müssen hierbleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Okay. Artyom, los. Hol die Stelle eine Waffe. Ja, wo? Was? Hier drin? Geh weg da, geh weg! Krieg nur so eine Handfeuerpopelwaffe. So, naja, immerhin, besser als gar nichts. Und ein Medipack. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Die Lüftungsschächte hier wahrscheinlich. Na? Wo? Wo? Okay, er handelt das von sich. Achso, da hat er schon. Okay. Verpisst euch! Down. Wow! Was? Können Sie nicht aufhalten? Nichts ist hoffnungslos, Mann. Artyom, bist du okay? Ja, danke. Natürlich ist er das. Unkraut vergiftet. Genau, so ist das. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Ach du Scheiße. Was denn jetzt? Ach du Kacke, schau dich mal, wie der aussieht. Verdammt! Verdammt! Verdammt, verdammt! Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert? Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Alles klar. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Ach, du kannst dich auf mich verlassen, das weißt du doch. So Wenn nur alte wir Kumpels. Überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Alles klar.
So machen wir das. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Kapitel 1. Die Reise beginnt. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Niemals. Die übliche Währung in diesem Spiel ist übrigens nicht Geld, sondern Munition. Alles, was wir kaufen werden, wird mit Munition bezahlt. Gehen Sie zur Polis, finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Beschreiben Sie die Situation in der Messestation. Karawane. Besorgen Sie sich in der Waffenkammer Ihre Ausrüstung. Das ist hier sind unsere Missionsziele. Haben sie schon sehr geil gemacht, wie wir das, umgesetzt haben. Normalerweise geht man was weiß ich ins Pausemenü oder was. Und da steht es dort, aber hier ist es noch mit dem Spiel involviert, implementiert. Das finde ich schon sehr cool. Kann man hier noch zusätzlich die Taschenlampe anmachen als Feuerzeug, damit man das besser sehen kann. Zack und zack. Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Was bist du denn für einer? Das ist schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Tonne. Bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ja, weiß ich nicht. In so einer Welt sind wir über jedes kleine bisschen Normalität, glaube ich, froh. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Verdammt, und sie hatte du recht. Jemals deine Klappe. Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß, wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Oho. Die Mama gibt's wohl nicht mehr. Ah, nein! Scheiße. Was leckt bei mir gerade? Ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leck dich wieder schlafen. Warum leckt denn das jetzt so? Da kommt der große Typ also rüber und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Niemand zu Hause. Überall Dreck. Nur Dreck. Leute sind Dreck. Wusstest du das? Lügner. Wer Kutler, ist da? Verräter. Überall. Artyom, bist du das? Ich bist alles in Ordnung? Na, dann tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt.
Mhm. Beschäftigt ist er. Bist du das, Peter? Knapp daneben. Ich klopf nochmal. Kannst du sie nicht selbst öffnen? Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Ja, genau, so ist es. Mach auf. Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Idiot. Oh, Munition. Na, wie geht's euch? Redet ihr mit mir? Habt ihr hier was für mich vielleicht? Munition oder so? Sieht nicht danach aus, oder? Hier hinten? Sieht nicht danach aus, schade. Pass auf, mit wem du redest. Läufst herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und scherz dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Du bist es, Archie. Da wird jeder sauer. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Okay. Hallo, Oma? Lässt du mich hier durch? Ich mache auch ganz, ganz bestimmt den Boden nicht dreckig, ich verspreche es. So. Wow. Läuft der einfach durch mich durch? Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mache mir da solche Sorgen. Okay, Papa. Tut mir leid. Hey, du. Komm mal hierher. Sprechen verboten, hast du gehört? Und du, Artyom, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Mhm. Ja, so ist das. Die haben mich geschnappt. Zur Hölle mit euch allen. Irgendwie muss man schließlich über die Runden kommen. Scheiße. Darf ich hier hoch? Kann ich auch nicht. Hallo, alles klar, nehme ich ran? Zumindest geht's nicht schlecht. Naja. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, den schon mal irgendwo gesehen zu haben. Wen? Wen denn? Den? Gott, wie kann das bloß sein? Artyom, bitte. Gesund werden. Mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Bettler. Oh, jetzt geht das wieder los. Gut oder böse? Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Natürlich. Auf mich kann man immer zählen. Das ist mein größter Schwachpunkt. Schau mal, ja, was brauchst du? Das ist ein richtiger Heldenfürsten. Dir da ist auch nicht schlecht. Mich doch. Aber der ist genau richtig. Ja, nicht schlecht. Eine Standardmethode fürs Eskortieren. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Aber ihr Tod, wenn du es selbst kannst, du es Marktplatz zu sein. Ja, ausreichend. Wenn du es sehen kannst, ausgezeichnete Wahl. Krieg kein Geld, oder? Was ist ein Lärm hier? Mann, ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ihr überall redet. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufholz. Und auch noch du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Gehen wir. Bewegung, du Suffkopf. Lass mich etwas auf die Ordnung. Ich muss bald auf Wache. Du musst auch auf Wache. Der beste Wechsel, das alles fällt. Ich habe die beste Kreuzung. Du bist noch nicht verheiratet. Frei wie ein Vogel. Ja. Du schließt dich der Karawane an. Oh ja. Danke. Hallo, Artyom. Sieh mal, ich gebe dir das Buch morgen zurück, okay? Aber spätestens. Spätestens, hast du gehört? Das tolle Buch, das muss ich noch lesen. Na, was für ein Buch hast du denn ausgeliehen? Vielen Dank. Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Metro 2033, alles klar. Stimmt, ist ein super Buch. Bestimmt. Ich möchte es wirklich gerne zu Ende lesen. Hallo, Artyom. Was hältst du denn von diesem neuen Typen?
Kann ich mich denn hier ausrüsten? Ah, hier. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, ja. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Maschinenpistole, Kaliber 5,45. In der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Ja. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Okay. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Danke. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Die Akkus? Was für Akkus? Ach, von der Batterie. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder noch schlimmer, an die Oberfläche. Danke. Armee der Medipacks, nur für den Fall. Oh ja, nehme ich. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Was muss ich denn? Ist irgendwas vorgegeben, was ich machen soll, oder? Oder wie läuft das hier? Kriege ich da neue Munition, wenn ich die jetzt verblemper? Hab doch getroffen. So, soll ich vielleicht die Ziele treffen hier? Krieg ich da neue Munition oder wie läuft denn das hier bei euch? Sieht nicht so aus. Dann habe ich die Munition jetzt schön verschwendet. Nehme ich mal stark an. Krieg ich keine neue, ne? Na gut. Vielen Dank. Und dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen. In St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevsky Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik. Und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Wir? Ach so, ja. Irgendwas mit kalte, hier, wie sagt man? Irgendein atomarer Zwischenfall war doch da, oder? Ich habe das Buch leider nicht gelesen, aber irgendwas war doch da in dem Zusammenhang. Hi, wie geht es dir, Artyom? Ja, vorerst ganz gut, danke. Komm herein. Bist du bereit aufzubrechen? Nee. Gut. Nee. Ich wollte eigentlich noch hier mit jemandem reden? Können wir hier noch ein bisschen reden oder sowas? Hallo Artyom, okay, wie geht es dir? Runter damit! Scheiße! Mein Rücken! Eins noch! Hi Artyom! Ich brauche eine Pause! Ich komme nicht einmal zu rauchen! Ein mächtig feines Haustier, muss ich sagen. Mhm. Das eine ist hier aber fett gefressen aus, oder was ist mit dem? Oder ist es krank? Ich hab dir gesagt, du sollst sie festhalten. Hab ich. Lass mich durch. Du schließt dich der Karawane an? Dann viel Glück. Danke. Ja, wir gehen mal rein zu unserem Freund. Die stehen ja aber alle so im Weg.
Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Nee. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Na dann. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Wie ist eure Situation? Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Alles ruhig. Jo, Wiedersehen. Oh, schleichst du dich so an? Na gut, dann gehen wir mal zur Karawane. Wie wäre es, wenn du uns ein wenig hilfst? Bei was denn? Schon gut, war nur ein Scherz. Ach so. Ich weiß, dass das nicht dein Job ist. Atjom! Atjom! Hierher! Beeil uns! Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ja, sind wir. Bist du bereit? Dann los. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Du setzt dich da hin, Atjom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Eugene. Hat jemand irgendwas vergessen? Eugene oder nicht? Die Ausrüstung. Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann und wann vor allen dann Dingen. Los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Mal gucken. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Genau. Und hier werden wir unseren ersten Cut setzen. Ich denke, wir haben lange genug für den ersten Part. Viel Zeit für den ersten Part uns genommen. Und jetzt wird es wohl in die große, weite Welt gehen. Aber das sehen wir dann erst im zweiten Part dann. Ja, lasst mir ein paar Kommentare da. Wie findet ihr so die Atmosphäre? Und ansonsten hört man sich dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Bye bye. Und tschüss.